Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, ich will auch mal versuchen, positiv an die Sache heranzugehen. Obwohl ich in diesem Fall sogar mal nachvollziehen kann, dass sich die Reihen bei den Kolleginnen und Kollegen von CDU und SPD mal wieder deutlich lichten bei ihrer eigenen Aktuellen Stunde. Denn in Sachen Jugendberufsagentur reden wir ja nach wie vor, und zwar seit 2 Jahren, über ein theoretisches Konstrukt, von dem nebenbei bemerkt in der wirklichen Welt, also bei denen, die das in der Praxis umsetzen sollen, bisher kaum jemand etwas weiß. Mit den Praktikern meine ich die Schulen, die den Hauptteil der Arbeit werden leisten müssen, die freien Träger der Berufsvorbereitung, die immer noch nicht im Boot sind oder denen zwischenzeitlich im vorauseilenden Gehorsam und aus Unkenntnis der Hahn abgedreht wurde. Solche Beispiele gibt es in allen Bezirken. Dann die Bezirke selbst, die Jugendämter mit den fast auf Null gefahrenen Jugendberufshilfen und wie Handwerk und Industrie dazu bewegt werden sollen, sich wirklich aller Bewerberinnen und Bewerber um einen Ausbildungsplatz anzunehmen, anstatt wie bisher auszulesen, und woher die fehlenden Ausbildungsplätze kommen sollen, ist bisher noch völlig unklar. Der Senat hat wunderbar gearbeitet an einem Papier. Erst Ende Januar haben wir hier im Plenum über die Jugendberufsagenturen gemutmaßt. Da war das Thema Priorität der Koalition und wurde zur Chefsache erklärt. Bahnbrechend Neues ist seitdem aber nicht passiert. Außer, dass hinter den Kulissen Papiere erarbeitet wurden, außer, dass die 4 Bezirke, in denen im Oktober der Startschuss fallen soll, seit dem letzten Donnerstag feststehen. Wie die Jugendberufsagentur in Gestalt aber aussehen und funktionieren soll, wissen wir auch heute nicht. Nur, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Vorgestern war ich bei einem der vielen Träger der sozialen Arbeit in Berlin verrichtet, der mit jungen Menschen arbeitet, die die Hauptzielgruppe einer Jugendberufsagentur sein soll. Der Träger bietet jungen Berlinerinnen und Berlinern in schwierigen Lebenslagen professionelle Hilfe an, wobei natürlich eine berufliche Perspektive jenseits von Hartz IV im Mittelpunkt steht. In den Einrichtungen, die ich besucht habe, habe ich Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter kennengelernt, die gut ausgebildet sind und die ihre Arbeit gut machen wollen. Was sie beklagen, sind die unklaren Zuständigkeiten der Ämter. Klar ist meist, da ist ein Mensch, der braucht Hilfe. Unklar ist, wer bezahlt diese Hilfe und wer ist zuständig. Welcher Paragraph, welches Gesetz ist ausschlaggebend? Jugendamt, Arbeitsagentur, Jobcenter, Sozialamt, eventuell das Gesundheitsamt sind mögliche Ansprechpartner. Aber dann erleben die Menschen, dass sie von hier nach dort geschickt werden und von dort wieder nach hier. Ein Hin und Her zwischen den Ämtern und die ewige Frage, wer ist zuständig, oder im Klartext, wer muss die Hilfe bezahlen. Ping-Pong nennen das die Sozialarbeiter. Dieses Ping-Pong ist für die Klientin, die nötig Hilfe braucht, die ein Recht darauf hat und der es egal ist, aus welchem der Töpfe sie schließlich finanziert wird, frustrierend, und die Sozialarbeiter macht das mürbe. Auch vor diesem Hintergrund und nicht nur auf dem Hintergrund von Fachkräftemangel erwarte ich, dass die Jugendberufsagentur jenseits dieser bekannten und unguten Gewohnheiten hier tatsächlich Hilfe besser organisieren kann. Denn das Gerangel um Zuständigkeiten muss endlich weniger Energie verschleißen als bisher. Dass durch ein ressortübergreifendes Arbeiten mit multiprofessionellen Teams Unterstützung direkter und schneller passieren muss, liegt auf der Hand. Wenn es aber nur darauf hinausläuft, dass die Jugendberufsagentur ein neuer Ort für alte Gewohnheiten wird, brauchen wir sie nicht. Sinn ergeben diese neuen Einrichtungen nur dann, wenn in ihnen auch ein neuer Geist weht. Ein Geist, der den Menschen in den Fokus stellt, ein Geist, der den jungen Menschen in seiner speziellen Situation zum Maßstab des Arbeitens macht. Bei allem Respekt vor all der Arbeit, die unter Volldampf schnell gestrickte, seit Februar vorliegende Landeskonzept zur Berufs- und Studienorientierung Berlin, das im Übrigen den Mitgliedern des Bildungsausschusses gar nicht zugegangen ist, was Frau Becker, wie ich finde, auch einiges über die ressortübergreifende Kooperation aussagt. Nach einem solchen neuen Geist sucht man in diesem Konzept vergebens. Auch wenn es wohl lobenswert ist, dass der regierende Bürgermeister die Leitung der SOKO Ausbildungsplatzsituation und Fachkräftebedarf übernommen hat, auch wenn es weiterhin lobenswert ist, dass zumindest nach dem Papier inzwischen alle jungen Menschen, auch die mit Behinderung, auch die in schwierigen Lebenslagen, dass also alle unter einem Dach künftig besser beraten werden sollen, ausschlaggebend muss sein, dass in der Jugendberufsagentur als ausführende Struktur des Landeskonzeptes zur Berufs- und Studienorientierung tatsächlich auch alle Beteiligten auf Augenhöhe und im Sinne des individuellen Bedarfs des jungen Menschen agieren.
Es geht um Passgenauigkeit. Das zeigt doch die Differenz zwischen über 4.000 freien Ausbildungsplätzen und die 6.500 Ausbildungssuchenden und die Quote von über 30% an Ausbildungsabbrüchen nach nur 6 Monaten. Das Konzept liest sich allerdings wie ein Handlungsleitfaden für stringente Verfolgungsbetreuung. Natürlich müssen junge Menschen früh erreicht werden und es muss geschaut werden, ob und wo sie am Ende ankommen. Aber diese jungen Menschen haben ein Recht auf individuelle Lösungen und Entscheidungen. Es darf nicht um die Schönung der Statistik der Agentur für Arbeit gehen, die mittels der Jugendberufsagentur und kommunaler Ressourcen schneller und direkter auf die Daten der jungen Menschen zugreifen kann. Wenn die Jugendberufsagentur zukünftig für alle verpflichtend der Dreh- und Angelpunkt für den beruflichen Weg sein soll, muss sie bestens mit Ressourcen und mit qualifiziertem Personal aller Ressorts ausgestattet sein, und zwar von Anfang an. Die besten Erfolge haben in der bisherigen Praxis im Übrigen solche Projekte, die mit großer Sensibilität, mit personeller Kontinuität und vor allem auf der Basis von Freiwilligkeit junge Menschen zu ihren beruflichen Perspektiven beraten. Wenn schon dieses Prinzip der Freiwilligkeit verlassen wird, wenn also die Jugendberufsagentur verpflichtend ist, muss sie so gut wie möglich funktionieren. Das wird uns die Praxis beweisen müssen. Bis dahin ist, finde ich, über die Jugendberufsagentur ausreichend geredet worden.